Pokémon Schwarz Part 6 und im letzten Part haben wir gegen unsere beiden Rivalen gekämpft. Die waren natürlich kaum besser als das letzte Mal. Und jetzt können wir auch gegen den Arenaleiter kämpfen, da nicht mehr der Guido, der uns alle lieb hat, vor der Tür steht, sondern der Arenaleiter. Oder einer der Arenaleiter. Doch zuvor hole ich mir an der Traumbrache noch etwas ab, was wir einzig in diesem Arena-Kampf verwenden werden, weil der erste Arena-Kampf ist von den Entwicklern so gemacht, dass er schwierig ist. Und deswegen gehen wir erstmal zur Traumbrache und holen dort uns ein kleines Present ab. Da müssen wir sowieso später nochmal hin. Aber zusätzliche Erfahrung kann nicht schaden. Göre Inka. Also nicht das alte Volk, sondern sie ist tatsächlich eine eigenständige Trainerin. Okay, das war ein dummer Wortwitz, aber ich muss ein paar dumme Wortwitze machen, damit man halt nicht behaupten würde, ich würde hier irgendjemanden schlauer machen oder zu jemanden zum Lernen zwingen. Obwohl das ja eigentlich mein gutes Recht ist, euch zu belehren. Also die Arenaleiter setzen, glaube ich, solche Pokémon auf Level 13 ein. Ich denke mal, wir sind dann auch schon auf Level 13 oder so in der Art. Werden wir alles sehen, das kommt ja mit der Zeit. Ich habe übrigens vor, kein Kampf-Pokémon ins Team aufzunehmen, weil ich habe Pokémon Schwarz und Weiß so oft mit Kampf-Pokémon durchgespielt. Was daran lag, dass einfach das Schurkenteam immer Unlicht-Pokémon einsetzt und Energiefokus möchte ich. Okay, ich vergesse schon eine Attacke, weil Energiefokus kann durchaus nützlich sein, weil man dadurch nämlich den Angriff steigern kann. Oder die Genauigkeit, was weiß ich. Jedenfalls, glaube ich, verschiedene Werte. Sollte man immer vor Power Punch einsetzen. Und ihr seht, um hier weiterzukommen, braucht man Zerschneider. Anstatt uns einfach mal eine Schere zu geben, mit der wir die Dinger zerschneiden können. So, der greift schon etwas tiefer in die Tasche. Und setzt gleich drei verschiedene Pokémon ein. Und behauptet bitte nicht, ich würde jetzt schon zu überlevelt sein, weil das stimmt einfach nicht. Nur weil ich um das Doppelte so stark bin wie die Pokémon hier. Die Level werden schon noch von den Pokémon-Trainern anspruchstechnisch höher. Außerdem hat es auch was mit dem Typen zu tun. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel gegen ein Drachen-Pokémon kämpfen würde, auch wenn das am Anfang noch relativ selten vorkommt, wenn sogar gar mit der Tendenz auf gar nicht, oh, dann sieht es schon anders aus, weil gegen Drachen-Pokémon wirkt ja beinahe nichts. Außer Fee, aber das gibt's in diesem Spiel ja noch nicht. So, dann sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Otaro. Verstehe, dann passt dieses Grillmark am Bett. Ja, wie die Faust aufs Auge. Ich hätte dich zwar vielleicht fragen sollen, aber da ich in deinen Beutel gesehen habe, auch wenn es eigentlich relativ gegen das private Recht eines oder gegen die Privatsphäre verstößt, aber du redest das sowieso nicht. Und deswegen habe ich es nachgesehen und deswegen, ja. Ich verstehe einfach nicht, warum man bei solchen Sachen nicht auswählen darf, welchen Affen man nehmen möchte. Aber wer kann denn bitte schon wissen, dass der erste Arenaleiter auf den jeweiligen Typen des Starter-Pokémon basiert. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typen Pflanze, gegen die Otaro ja benachteiligt ist. Sag, willst du dieses Grillmark haben? Ja, hier bitteschön. Es kann Feuerattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Ja, ich würde es aber nicht trainieren, weil ich diese Affen schon oft genug trainiert habe. Einen Spitznamen geben. Ich gebe ja jedem einen Spitznamen. Okay, meinen Team-Pokémon gebe ich nur Spitznamen. Ja,
Ja, wenn du Pokémon von verschiedenen Typen hast, ja, dann ist. Dann erwischt dich keiner auf falschem Fuß. Aber dann immer vorbereitet ist. So, hier kommen wir später nach den Credits durch. Aber das werden wir ja schon alles sehen. You will see that after a long time. So, dann geht's jetzt wirklich hoffentlich noch an den Arena-Leiter ran, weil es gibt ja auch Arena-Trainer. Was ich übrigens noch erwähnen wollte, ist, dass die Arenen ab dieser Generation verschieden aussehen. Ab Pokémon Schwarz und Weiß 2 haben sie sogar verschiedene Musikremixe der Arena, des Arena-Themes oder des Gym-Themes, wenn ich so schön auf Englisch ausspreche. Nach dem ersten Orden ist es euch erlaubt, wie in jedem Pokémon-Spiel, die Drahtlos-Funktion zu nutzen, weil bis jetzt geht es ja noch nicht. Wie, also ich arbeite hier als Arenaleiter, aber ich bin ja auch Kellner, weil es ist ja auch ein Restaurant und ich bin sogar der Begleiter von Ash. Wer bist du denn? Wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Ottero, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typ Pflanze schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen. Ja, Mensch, so ein Held, der weiß doch gar nicht, dass da eine Trainerin steht, die einem irgendein einen Elementaffen anbietet und der müsste eigentlich wissen, dass es in dieser Gegend relativ wenig Pokémon von irgendwelchen Typen außer normal gibt. So, auch eine Besonderheit in dieser Generation ist, dass dieser Guido hier oder wie auch immer er sich nennt, aber ich glaube, der heißt Guido. Wenn man ihn anspricht, beziehungsweise wenn er in dieser Arena auf einen zukommt, gibt uns immer einen Tafel Wasser oder normales Wasser. Also im Englischen heißt er Fresh Water. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name lautet Guido. Ja, ich hab's gewusst. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Ja, Tafel Wasser. So, und in den zukünftigen Arenen müssen wir immer diese Pass oder Guido ansprechen. So, ich finde es auch unglaublich, dass es 8 verschiedene Leute gibt, die Guido heißen. Oder ist es eine und dieselbe Person, nur halt, dass sie immer vor der Arena steht? Also ich glaube ja nicht. Das ist genauso wie mit Schwester Joy und Officer Rocky. So, hier müssen wir, also das Arena-Rätsel ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen auf das Feld klicken, das gegen den Vorhang sehr effektiv ist. Und wir kämpfen hier gegen ziemlich viele Kellner, weil ja auch diese Arena multifunktional ist als Restaurant. So, let's go! Und ich kann es eigentlich schon auflösen, der Arenaleiter wird dieser Benny sein. Wenn ihr ein anderes Starter-Pokémon gewählt habt, kämpft ihr entweder gegen, ich meine, der eine heißt Korn und der andere, ich habe die Namen vergessen, muss ich mal geschwind bei den Orden gucken, wie diese Personen heißen, weil ich habe zu oft die japanische Edition gespielt, beziehungsweise zu viele japanisch-englisch gepatchte Versionen in Let's Plays gesehen. So, dann wollen wir mal gucken, how they called. Mike, Colin und Benny. Also wenn ihr das Pflanzen-Pokémon gewählt habt, müsst ihr gegen den Feuer-Pokémon-Trainer Mike. Wenn ihr das Pflanzen-Pokémon gewählt habt, gegen den Wasser-Pokémon-Trainer Colin. Und wenn ihr das Feuer-Pokémon gewählt habt, dann müsst ihr... Also Pflanzen-Pokémon Mike, weil der setzt Feuer ein. Feuer-Pokémon Colin, weil der setzt Wasser ein. Und wenn ihr das Wasser-Pokémon gewählt habt, müsst ihr gegen Benny, der setzt Pflanze ein. Aber das wird ja noch erklärt. Warum erkläre ich es dann? Ja, es ist einfach nur meine Pflicht, euch zu informieren, Leute. So, ich will heute noch einen Orden, weil es wäre wirklich für mich eine Schande, im siebten Part ist den Orden entgegenzunehmen. Ja, zweiter Gang. Ist auch der letzte, weil danach kommen die Arenaleiter. Los, hopp, 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 hopp. Doroda.
Also ich würde vielleicht zuerst einmal versuchen, mit dem PG Ralph X das zu schaffen gegen den Pflanzenaffen, dessen Name nicht einfällt. Oder der heißt doch Vegimak, ja genau. Ich habe die meisten japanischen Namen noch im Kopf. Yanabu, Boabu. Lilu. Übrigens, falls ihr euch fragt, wann die Starter sich entwickeln, die entwickeln sich alle auf Level 17 in dieser Edition. Also, ich fand's ja in Generation 2 relativ unfair. Verdammt. Ah! Jetzt haben wir ein Problem, das kommt davon, wenn man sich nicht heilt. Da muss Grillmark eben einschreiten, aber der kann's ja. Ein Eschern. Also, es gibt ja auch eine Wasserattacke, die der Wasseraffe einsetzt, also Sodamak. Die verbrennt. Aber da seht ihr mal wieder, wie wichtig es ist. Tunkt niemals eure komplette Hand ins Wasser ein, weil sonst verbrüht diese Hand. Durch das Wasser. Och, das ist jetzt natürlich blöd, dass unser Pokémon in Ohnmacht gefallen ist. Weil dadurch verschiebt sich der Arena-Kampf, also definitiv der späteste Arena-Kampf in all meinen Pokémon-Let's Plays. Was aber auch daran liegt, dass ich viel erklären musste. Unnötigerweise. So, und da habt ihr es mal wieder gesehen. Bekommt natürlich viel mehr Erfahrungspunkte, weil die Level sind auf der gleichen Ebene. Ich werde übrigens versuchen, immer ohne Licht zu Let's Playen, weil ich Licht nervtötend finde. Oder wie findet ihr es, wenn plötzlich sowas passiert? Okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Also, es wird zwar kein Part mehr aufgenommen, aber ihr könnt jetzt mal ja, so einschätzen, wie ihr das findet. Ich werde nach wie vor ohne Licht aufnehmen. Ich fand es halt in Pokémon Saphir immer so nervtötend. Ja, jetzt seht ihr es ein bisschen im Hintergrund, aber ich mach's wieder aus, weil das geht ja relativ gut. So, ich werde jetzt vielleicht überziehen, für den Arena-Kampf wird halt alles relativ schnell vorlesen. So, dann let's go. Oh, direkt auf das Feuerfeld hat's mich gelockt, damit man auch direkt mittendrin durchgehen kann. Das ist schön. Willkommen in der Arena von Orion City. Also in der Pokémon-Arena. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Und ich bin Colin, Wasser ist mein Element. Sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Warum müssen die sich drehen? Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich dir erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, weil wir die NSA sind und dich ausspähen können, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Wir könnten es natürlich leicht machen, wenn ich zum Beispiel jetzt nach vorne gehe. Aber nein, du kämpfst gegen das Pokémon, gegen das du typtechnisch unterlegen bist. Ja, so ist es. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Wasser. Ja, und dann stehe ich Benny als dein Gegner fest. Auf die Plätze, fertig, los. Dann geht es los. Also dann, du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Was? Du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen, aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. Weil die Arena-Lader sind ja dazu da, um dir Denkzettel zu verpassen. So, ich finde Benny im Anime eigentlich relativ cool. Also Ash musste ja gegen alle drei für den Orden kämpfen. Oder glaube ich nur gegen die Brüder. Oh, das ist so eine lange Zeit. Frag ich doch nicht immer solche Sachen. Naja, hab ich mich sowieso nicht gefragt. Ich interessiert es vielleicht gar nicht, weil der Anime wird ja sowieso relativ. Ist sowieso nicht mehr das, was es mal war. Ah, mein Pokémon, das ist ja so schlimm. Ja, Arena-Leiter haben übrigens die unangenehme Eigenschaft, dass sie nach einer gewissen Zeit. Oder dass wenn ihr Pokémon im roten Bereich ist, oder im orangenen Bereich mit Tendenz zum roten Bereich, einen Trank einsetzen, beziehungsweise je nachdem, also das beste Heilmittel, das es zu dem Zeitpunkt des Spiels gibt. Also hier seht ihr es.
Aber ich bin so schlau und setze gleich das Tafelwasser ein, weil das halt mehr als ein normaler Trank. Dadurch liege ich nach wie vor im Vorteil. Ich will nicht mehr zurückschrecken, weil das ist dumm. Also der erste Arena-Kampf wirkt hart, aber es wird Routine werden. Das verspreche ich euch. So, Vegimark, gleichwürdiger, ebenwürdiger Gegner. Na nun habe ich noch ein Pokémon übrig. Also jetzt ist es so bei den Arena-Leitern, dass halt die Musik sich verändert, wenn das letzte Pokémon gekommen ist. Das ist sehr cool. Komm, das schaffen wir, oder? Ja, ich will's ohne den Affen schaffen. Aber ich glaube nicht, weil wir haben nur ein einziges Tafelwasser gehabt und daher können wir baden gehen. Und jetzt gibt's nicht mal mehr Erfahrungspunkte. Naja, ich habe einen Spezialisten für den Fall, sagen wir es mal so. Oh mein Gott, Ach, ist nur ein Volltreffer. So, da wir schon ein bisschen vorgesorgt haben, hätte das eigentlich... So, was ich jetzt nicht gebrauchen kann, ist ein zweiter Volltreffer. Los, ich will jetzt auch einen Volltreffer haben. Nein, da haltet doch jetzt nicht sein Pokémon, oder? Es war genauso knapp wie der Kampf gegen Misty in Pokémon Feuerrot. Ah. Das ist nämlich knapp. So. Was ist jetzt etwas schon? Das habt ihr übrigens gut gesehen. 4-4 Level Abstand. Ich bin sprachlos. Du bist ja echt total stark. Mike und Colin hätten gegen dich auch kein Land gesehen. Ja, da hat er nämlich recht, weil wir hätten gegen mich gekämpft. Hätte ich entweder einen Vorteil gehabt oder einmal einen ebenwürdigen Kampf oder und Nachteil. Aber eher einen ebenwürdigen Kampf und einen Vorteil. Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, weil ich ja Grillmark bis jetzt auch als eins meiner temporären Pokémon ansehe. Ja, die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deinen Befehl und das ist ebenfalls für dich. Ja, TM 83 Kraftschub. Ja, dieser TM befindet sich, ja, Kraftschub, ja, Spezialangriff, ja, ich kann sie beliebig oft einsetzen, nicht so wie in anderen Regionen. So, jetzt bin ich mal den Part, weil der ist jetzt schon überzogen, Leute. Bis zum nächsten Mal, ciao.